Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Goldkehle Bundle von Ramzi Aliani. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Goldkehle von Ramzi Aliani, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier ein Bundle vorliegen mit folgendem Inhalt. Wir haben hier einmal das Album plus Instrumentals, einem Infoflyer, eine Autogrammkarte, 1, 2, 3 Sticker, ein T-Shirt sowie ein Poster. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So, das holen wir mal aus der Folie. Gut, so sieht das aus. Also wir haben hier den Interpreten auf dem Cover abgebildet. Hier oben lesen wir Mo Chocolat präsentiert Premium Gold Edition. Also das hier das Label von Ramzi Aliani. Und hier lesen wir dann Ramzi Aliani Goldkehle. Ramzi Aliani hier mit einer schwarzen Lederjacke, Kapuze und Sonnenbrille. Und im Hintergrund sehen wir hier ein mächtiges Gebäude in goldenem Schein. Hier lesen wir zwei Discs. Das kommt daher, dass wir auch noch die Instrumentals vorfinden werden. Auf der Seite Ramzi Aliani Goldkehle. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 20 Tracks an der Zahl und Features von Farid Bang, Majo und Jasko, Sinas und nochmals Sinas auf einer Remix-Variante. Gut, Credits haben wir hier unten noch und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So, hier haben wir die personifizierte Goldkehle abgebildet und daneben diverse Tracks, also 7 Tracks an der Zahl hier aufgelistet mit den Infos, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde und wer den Beat, also die Musik dazu beigesteuert hat. So, weitere Aufnahmen in Schwarz-Weiß, weitere Tracks. Also, 3 Fotos und 3 Seiten mit Track-Infos. So sieht das aus. Und hier zum Abschluss nochmal das Logo des Labels und Ramzi Aliani Schriftzug plus seine Website und Social Media Facebook. Alles klar. Gut. Ah, was mir jetzt gar nicht aufgefallen ist, ist die Frage, ob man das hier sehen kann. Ist leider echt schwer. Hier sieht man dann auch nochmal ganz schwach, das Cover, also Ramzi Aliani hier mit der Sonnenbrille abgebildet, ist so braun auf schwarz, sieht man ganz schwer. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Genau hier ist der Kopf. Das nur so am Rande. Hätte ich jetzt beinahe fast selber übersehen. Dann kommen wir zur CD Nummer 1. Die sieht so aus, vom Designer gehalten, wie auch schon das Cover. Jawohl. Und dann haben wir auf der Rückseite eine zweite CD und die sieht so aus. In Klammer lesen wir hier alle Instrumente. Ja, hier wurde uns das N unterschlagen, also wir lesen hier alle Instrumentale. Also es gibt hier Instrumentale und keine Instrumentals. Und dann haben wir zum Abschluss auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Gut, so viel dazu. Dann haben wir Sticker mit dabei und zwar sind das 3 Stück. Allesamt von diesem Label hier, also dieses Label-Logo, diese angebissene goldene Schallplatte Mo Chocolat Records. Und hier in diesem Kreis lesen wir ramzialiani.de, Ramzi Aliani, der Sound, aus dem die Träume sind. 3-mal, jeweils kreisrund in diesem Schwarz-Gold und Weiß gehalten. Dann gibt es eine Autogrammkarte, die, wie ich sehe, nicht unterschrieben ist. Ich glaube, die hätte signiert gehört. Ramzi Aliani lesen wir hier. Den guten Mann hier nochmal abgebildet.
Okay, also hier haben wir nochmal die Info zu dem Album. Und zwar, was lesen wir hier? Das Album Goldkehle, ab sofort überall auf Amazon, iTunes, Musicload und in über 250 digitalen Shops erhältlich. Wir haben hier einmal die iTunes Edition, okay. Dann haben wir die Premium Gold Edition. Auch hier sind Instrumentals dabei und das sind in dem Fall die ich euch vorstelle. Hier dieses Bundle nennt sich Premium Gold Set Edition. Doppel-CD mit 15 exklusiven Tracks, 5 exklusive Bonus-Tracks plus alle Instrumentals, exklusives Goldkehle-T-Shirt, Poster, Sticker und, jawohl, hier haben wir signierte Autogrammkarte. Hier unten haben wir noch Social-Media-Auftritte und die Website. Ja, wie wir sehen können, ist meine nicht unterschrieben worden. Auch nicht auf der Rückseite. Wäre auch irgendwie Schwachsinn, das hier zu unterschreiben. Also wenn, dann müsste das hier sein. Ja, also falls ihr auch dieses Goldset, diese Goldset-Edition gekauft habt, dann hoffe ich natürlich, dass ihr das unterschrieben vorfindet. Meine Autogrammkarte in diesem Fall blank. Dann haben wir, auch wenn ich es nicht wirklich als Bundle-Inhalt sehe, einen Info, einen Promo-Flyer. Was lesen wir hier? Mojogula Videos. Wir machen Videos und zwar für sie. Okay, also bedeutet das Label von Ramzi Aljani dürfte auch noch eine Dienstleistung anbieten, und zwar Videodrehs. 10 Vorteile des Videos. Okay. Also, falls man irgendwie mit den Menschen da in Kontakt treten möchte, kann man die hier kontaktieren und ein Video von denen beauftragen. Dann kommen wir zum nächsten Bundle-Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Poster. Das Poster ist im Querformat. Wir haben hier Ramzi Aljani. Sieht so aus, als würde er hier gerade in einem Auto sitzen. Ja, also das ist auf jeden Fall hier eine Kopfstütze eines Autos, die wir hier sehen können. Ramzi Aljani Goldkehle lesen wir hier. Das Ganze ist einseitig bedruckt im Querformat. An sich finde ich das Poster echt schön. Das Einzige, was mich etwas stört, ist, dass das in dem Karton, wo das Bundle drin war, sehr, sehr schlecht gefalten war. Und zwar, ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Also das war leider sehr ungleichmäßig gefalten. Dementsprechend sind auch hier die Knicke sehr unregelmäßig. Und hier haben wir dann auch noch zwei Beschädigungen. Ja, hätte man meiner Meinung nach deutlich besser lösen können. Entweder das Format des Posters anders wählen oder dann anders falten, je nachdem. Aber ja, auch hier hoffe ich, dass ihr das Poster besser vorfindet als in meinem Bundle. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Dieses kommt auch wieder in einer Folie. So. Und zwar haben wir hier ein weißes Shirt. Und hier haben wir dann den schwarzen Schriftzug Ramzi Aljani Goldkehle, also Interpret plus Albumtitel. Dazwischen drei Sterne. Neckprint haben wir an dieser Stelle keinen. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem B&C E150 in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Und zwar haben wir einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Dieser Promo-Flyer, dieser Info-Flyer hier zu Mojogula Videos. Dann die Autogrammkarte, wie gesagt, hätte laut Beschreibung signiert gehört. Ich hoffe, ihr findet sie in eurem Bundle signiert vor. Meine ist es nicht. Dann haben wir drei Sticker mit dabei, allesamt kreisrund, Mojogula Records. Und natürlich das Album an sich, Goldkehle, mit insgesamt 20 Tracks und 20 oder weiß nicht, ob es genau 20 sind, weil es ja ein Remix mit dabei, aber auf jeden Fall einer zweiten CD und den Instrumentals. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle
Goldkehle von Ramzi Aljani. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ramzi Aljani unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.